Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um das Trainieren der Vorstellungskraft, eine praktische Übung, die ich dir gerne mitgeben möchte oder dir vorstellen möchte. Ich hatte ja hier auf dem Kanal eben eine Umfrage gestartet, ne, wo ich eben gefragt habe, welches Video ihr euch als nächstes wünscht, hatte euch da zwei Optionen eben gegeben und ihr wolltet, dass dieses Thema zuerst behandelt wird oder dieses Thema heute behandelt wird. Und darum machen wir das. Zunächst einmal will ich eben sagen, oder was eben wichtig ist, ist, dass die Vorstellungskraft natürlich etwas ist, was ich überhaupt trainieren kann. Ja? Also, dass es möglich ist, meine Vorstellungskraft zu trainieren, zu kultivieren, zu intensivieren. Ja, das heißt eben meine imaginativen Sinneswahrnehmungen, also visuell, audiovisuell, fühlen, tasten, schmecken, riechen. Das sind eben Dinge, die ich trainieren kann, ja, dessen Intensität ich trainieren kann. Ja, also wenn ich eben meine Augen schließe und beispielsweise eine Stimme von jemandem, von einem mir bekannten Menschen wahrnehme, dann wird das natürlich mit der Zeit selbstverständlich intensiver und intensiver und realer, sprich, ich trainiere eben diese Sinneswahrnehmung dahingehend, als dass es eben immer realistischer wird, sage ich mal. Ja? Das heißt, ich nehme die Stimme irgendwann eben einfach wirklich passiv wahr, so wie du jetzt meine Stimme passiv wahrnimmst. Ne? Also du tust jetzt nichts dafür, um mich zu hören. Du hast auf Play geklickt, aber jetzt gerade tust du aktiv nichts, sondern du hörst einfach passiv zu. Ja, und das kann ich eben auch mit meiner Vorstellungskraft, in meiner Vorstellungskraft erfahren und das eben natürlich auch trainieren. Ja, genauso eben auch, wie realistisch ich eben sehe, also visuell, ne, in meiner Vorstellungskraft. Natürlich kann ich das verbessern. Also das eben erstmal überhaupt als Grundlage, ja, damit wir das eben, ja, damit wir das erstmal als Grundlage überhaupt schaffen, dass ich meine Vorstellungskraft selbstverständlich trainieren, verbessern, kultivieren, intensivieren kann. Und das tue ich durch die Anwendung. Also indem ich einfach mir meine Wünsche, Verlangen vornehme und die eben als erfüllt erfahre, trainiere ich natürlich schon ganz aktiv meine Vorstellungskraft. Und mit der Zeit wird es natürlicher, 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 besser, intensiver, realistischer. Und eben auch durch das Vertrauen, was ich eben aus den Manifestationen heraus dann eben in meine Vorstellungskraft gewinne, kriege ich das Ganze auch nochmal einen Anschub. Aber ne, ich wollte ja eine Übung auch vorstellen und das ist eben etwas, was Neville Goddard eben auch vorgestellt hat, was ihm bereits eben gelehrt wurde von seinem Mentor, ist eben einfach, dass ich unabhängig meiner Wünsche, das heißt, ja, ich muss mir, na, also ich nehme mir dann mal ganz bewusst gar keinen Wunsch vor, sondern setze mich hin, lege mich hin, was auch immer, schließe meine Augen und mache einfach eben eine imaginative Reise. Ja, aber jetzt kommt eben das Wichtige dabei. Ich sitze jetzt hier zum Beispiel eben in diesem Zimmer. Ich kann jetzt meine Augen zumachen und mir vorstellen oder mein Zuhause aus meiner Küche heraus wahrnehmen. Ja, das heißt, ich sehe dann eben aus meiner Küche heraus. Ich weiß dann, okay, da hinten um die Ecke ist dieses Zimmer, wo ich jetzt hier gerade physisch drin sitze. Das heißt, ich nehme meine Welt dann aus der Küche heraus wahr. Imaginative Reise heißt aber eben nicht, dass ich meine Augen zumache und jetzt imaginativ durch den Flur laufe, hin zur Küche und mich dort dann hinsetze. Ne? Also ich bewege mich nicht darauf zu, sondern ich mache das irgendwo, in dem Fall ganz speziell die Küche, zum Hier. Das heißt, ich schließe die Augen, den Weg überspringe ich und ne, ich sitze jetzt hier auf diesem Stuhl, aber ich nehme meine Welt jetzt aus meiner Küche heraus wahr. Ja? Das heißt, ich sitze dort am Küchentisch. Und das ist eben ein Switch, den ich vornehmen kann. Das heißt, ich nehme einen Ort, das kann ruhig in meiner Wohnung, in meinem Haus, in meinem, ne, da wo ich gerade bin, kann das sein. Aber eben etwas, was ich jetzt gerade nicht sehen kann von hier. Ne, ich kann meine Küche von hier aus nicht sehen. Also mit meinen Augen. Das heißt, ich nehme mir ein Zimmer zum Beispiel, was jetzt von meiner Sicht ausgeschlossen ist, schließe meine Augen und mache augenblicklich den Switch. Ich nehme nicht den Weg auf mich imaginativ, sondern ich mache die Augen zu und nehme an, dass das, wo ich gerade sitze, eben nicht dieser Stuhl hier ist im Arbeitszimmer, sondern eben
der Stuhl in meiner Küche, ja, an meinem Küchentisch. Da sitze ich jetzt und betrachte meine Welt aus der Küche heraus. Und dann mache ich die Augen auf und ich bin hier in diesem Zimmer. Ich mache die Augen wieder zu und sehe meine Welt wieder aus der Küche heraus. Das heißt, ich mache eben diesen Switch immer, diesen augenblicklichen Switch. Und das kann ich mit jedem Ort machen, mit jedem Ort dieser Welt. Es ist aber natürlich ganz, ganz praktisch, wenn es ein Ort ist, den ich bereits kenne. Ne, meine Küche kenne ich eben sehr gut und ich kann dann eben da auch sehr, sehr spielerisch rangehen. Ich kann dann imaginativ vom Stuhl in der Küche aufstehen, durch meine Wohnung laufen und zum Beispiel dieses Zimmer hier betreten. Ich kann mich theoretisch dann hier auf diesem Stuhl sitzend sehen, ja, wie ich hier mit geschlossenen Augen sitze. Das heißt, das ist eben eine spielerische Übung, mit der ich das Herausdenken trainiere. Ja, das heißt, das augenblickliche Wechseln von Bewusstseinszuständen trainiere. Denn was für die Küche gilt, gilt auch für jeden Bewusstseinszustand dieser Welt. Ja, für Gesundheit, Erfolg, Freiheit, finanzielle Fülle, was auch immer, welche Zustände auch immer ich mir nur erdenken kann, für jeden dieser Zustände gilt eben genau das. Ja, also dass ich eben diesen Zustand augenblicklich wechseln kann. Ich kann augenblicklich von Armut zu Wohlstand wechseln. Ich muss nicht diesen Weg, ne, durch den Flur auf mich nehmen, sondern ich mache das irgendwo zum Hier und das irgendwann zum Jetzt. Ne, also es ist keine halbe Minute, die vergeht, weil ich erst dahin laufen muss, sondern das irgendwann, in dem Fall dann die halbe Minute, wenn ich jetzt in die Küche laufen würde, mache ich zum Jetzt. Ne, das irgendwo, die Küche, mache ich zum Hier. Ich gehe also nicht zur Küche hin, sondern ich nehme einfach an, dass ich in der Küche bin. Ne? Wenn ich in New York sein will, nehme ich nicht an, dass ich mich auf New York zubewege, nach New York reise, sondern ich nehme an, dass das, wo ich jetzt sitze, New York ist und betrachte meine Welt dann aus New York heraus, ne? Wenn es mein Wunsch ist, in New York zu sein. Und das gilt eben auch für jeden Bewusstseinszustand. Also wenn ich in finanzieller Fülle sein will, dann bewege ich mich nicht dorthin zur finanziellen Fülle, auch nicht imaginativ, sondern ich nehme an, dass ich jetzt bereits von finanzieller Fülle umgeben bin. Also ich hole die finanzielle Fülle zu mir. Ja? Beziehungsweise ich nehme an, dass ich in der finanziellen Fülle bin. Und das ist eben dieser augenblickliche Switch von Bewusstseinszuständen und das Herausdenken aus dem Zustand. Und das ist etwas, was ich mit so einer simplen Übung eben sehr gut, ja, üben, trainieren kann. Und zum anderen wird mir auch durch diese Übung einfach bewusst, was ein Zustandswechsel ist und wie simpel es auch ist. Ja, also wie simpel es tatsächlich ist, einen Zustand zu wechseln. Das heißt, völlig egal, wie weit entfernt. Es ist genauso einfach anzunehmen, dass ich jetzt in New York irgendwo auf einer Bank sitze, wie anzunehmen, dass ich in meiner Küche sitze und aus dem Fenster gucke. Ja, obwohl das eine viel weiter entfernt ist, was eben, ne, also in meiner Außenwelt viel weiter entfernt ist, ist es imaginativ gleich einfach. Ne, also beides gleich simpel. Das heißt, ich muss eben, ne, das heißt, da steckt so viel Erkenntnis eben drin. Ich muss nicht von verschuldet zu schuldenfrei, sondern ich springe einfach direkt zur finanziellen Fülle, weil beides eben gleich simpel, gleich einfach ist. Das ist also eine Übung, mit der du zum einen deine Vorstellungskraft sehr gut trainieren kannst und, ne, also eben das Aufmerksamkeit halten, die Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten, wirklich bewusst zu imaginieren. Also das übst du eben hier ganz praktisch an mit so einer simplen spielerischen Übung. Und zum anderen steckt eben sehr viel Erkenntnis einfach in dieser Übung. Ja? Also was Herausdenken wirklich ist. Ja? Ich nehme meine Welt aus meiner Küche heraus wahr. Also ne, dieses Arbeitszimmer, wo ich jetzt sitze, ich weiß dann, okay, das ist da um die Ecke, darum. Ne, also alles betrachte ich aus meiner Küche heraus. Ne, wo mein Arbeitszimmer ist, wo mein, ne, die Wohnungstür ist zum Beispiel vielleicht jetzt durch den Flur rechts, aber wenn ich in der Küche bin, durch den Flur links. Ja, das heißt, wie nehme ich dann meine Wohnungstür wahr? Wo ist meine Wohnungstür? Ja, wenn ich in der Küche sitze, ist sie dann durch den Flur links. Das ist dann wirkliches Herausdenken. Dann bin ich in der Küche. Und ne, das ist eben einfach eine super Erkenntnis, weil sie eben für jeden Bewusstseinszustand gilt. Und zum anderen wird dir da eben sehr schön deutlich, dass eben ein Zustandswechsel
etwas Augenblickliches ist. Egal wie weit entfernt, egal welche Hindernisse vielleicht auf dem Weg warten. Na gut, jetzt hier auf dem Weg zur Küche warten keine, aber wenn ich nach New York will, vielleicht schon. Die gibt es eben in meiner Vorstellung nicht, ja, weil ich mich gar nicht dorthin bewegen muss, sondern ich nehme an, dass ich bereits dort bin, dass das dort bereits hier ist. Ich hoffe, dass dir das ja geholfen hat und vor allem eben helfen wird, indem du es ausprobierst, anwendest. Das Schöne ist eben, das ist etwas, eine super spielerische Übung, die eben an kein Verlangen geknüpft ist. Und darum sollte dir das eben auch sehr, sehr einfach fallen, ja, weil du da eben überhaupt keine Erwartungshaltung hast, ne? Das ist ja ein für mich immer sehr wichtiges Thema, die Haltung beim Imaginieren, ne? Dass ich eben mir nicht vorstelle, damit, sondern weil es geschieht. Und dafür ist diese Übung eben auch super, weil du eben gar keine Erwartungshaltung an diese Übung hast, weil sie eben an gar kein Verlangen geknüpft ist. Ne? Das heißt, du versprichst dir davon erstmal gar nichts. Also zumindest eben keine bewusste Manifestation. Darum ist das eine sehr schöne Sache, die du mal ausprobieren kannst. Ja, und schreib mir gerne in die Kommentare, wie du es findest, ob es dir hilft. Wenn du an weiteren Videos interessiert bist und den Kanal noch nicht abonniert hast, dann tu das gerne jetzt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Da geht es dann eben um das Thema Bewusstseinszustände, ne, als möglichen Erfahrungsabschnitt in der Unendlichkeit. Das war ja die zweite Option, die eben da die ich da in der Umfrage eben angegeben habe als Video. Und das kommt dann als nächstes. Sei also gerne dabei und bis dahin. Ciao, ciao.